Also zu Tüte Nummer 13. Am Anfang würde ich nicht gleich 16 Noten auf einen Bogen spielen, sondern erstmal 4. Ganz sauber. Und jetzt gehen wir von der ersten Lage in die dritte Lage. Wir rutschen mit dem dritten Finger auf Fis und wir setzen den ersten Finger auf der D-Seite. Das machen wir nochmal. Jetzt geht es weiter, zweiter Takt. Entschuldigung, nur vierte. Wäre A-Seite die erste Lage. Benutzen wir den vierten Finger, dann geht es wieder in die dritte Lage. Mit dem vierten Finger rutschen wir auf G und dann Fis. Dann, wenn wir es besser können, versuchen wir 8 Töne. Später versuchen wir noch schneller. Ich habe es nicht geübt, ich werde es trotzdem probieren, ja? Und so weiter. Das gibt etwas zu tun.